würde sagen, wir steigen einmal in unser heutiges Hauptthema ein. Und da hat sich Schlomo mit auseinandergesetzt. Gerade als Fußballfan natürlich und damit auch großer Fan des Frauenfußballs. Ja, früher, wie gesagt, fand ich es gar nicht so schlecht. Also, es klingt halt hammer-Schofi-mäßig, ne? Aber ich fand es immer ganz niedlich. Ich habe da so reingeguckt und man dachte sich halt, hier konnte ich selbst mitspielen. Man dachte sich trotzdem ganz lustig, ne? Wenn du so eine Weltmeisterschaft hast mit den verschiedenen Nationen und so. Man dachte sich manchmal, ach du Scheiße, was war denn das? Zum Beispiel, ich hatte mal diesen Moment, wo von irgendwie Kolumbien oder irgendwie so einem Land dergleichen, das war die Torwärtin von denen, versucht hat, einen Ball zu fangen. Ball ging natürlich trotzdem rein, war ein tiefer Ball. Und ihr Hechtversuch sah so aus, dass sie sich relativ dicklich übrigens auch, einfach hat fallen lassen. Sie fiel um wie so ein Sack Kartoffeln in Richtung des Balles. Und ich habe diese Bilder bis heute nicht aus der Birne bekommen. Und das war halt noch, das war vor 10 Jahren oder irgendwas. Ne? Das war vor der endgültigen Politisierung von dem Kram. Ja, aber inzwischen ja, ist das Ding ja durch. Ich habe neulich noch mal ein Spiel gesehen, da hatten die Antifa-Eckfahnen bei Frauenfußballspiel. Nein, du willst mich doch verarschen, Alter. Doch, doch, das war... Oder waren es Regenbogen-Eckfahnen und eine Antifa-Fahne im Publikum? So rum könnte es auch sein. Naja, ist ja Jacke wie Hose eigentlich, ne? Also. Irgendwo war auf jeden Fall Antifa. Und natürlich Regenbogen überall. Das war irgendwie Wolfsburg gegen Schieß mich tot. Braunschweig oder irgendwas. Dabei war doch Frauenfußball sowieso schon immer bunt, oder nicht? Also es war doch sehr lesbisch, oder täusche ich mich da? Ja, man hat vor allem bei den Torwärtinnen so ein bisschen den Eindruck immer gehabt. Also sofern man das vom Äußerlichen halt sagen kann. Na gut, du musst ja auch einiges mitbringen. Ne? Als Torwart musst du schon ein harter Hauer sein, ne? Ja, klar, klar. Bei den Feldspielerinnen, keine Ahnung. Wäre mal Zahlen interessant, ne? Was so die Quote ist. Also sicherlich höher als in der normalen Bevölkerung, das ist klar. Genauso wie auch der Testospiegel wahrscheinlich höher sein wird als in der normalen Bevölkerung. Aber nicht so hoch, wie wenn sie das, was sie jetzt geplant haben, wirklich dann in die Profiligen durchbringen. Ja, jetzt wird's nämlich interessant, ne? Ich lese hier in der Jungen Freiheit, Fußballmänner dürfen jetzt auch in Frauenteams spielen? Ja, ja, genau. Also das soll jetzt nicht mehr entschieden werden anhand von dem Spielerpass, sondern die sexuelle Ausrichtung, also anhand der sexuellen Ausrichtung, wer beim DFB in einem Männer- oder in einem Frauenteam spielt. Die Regel gilt für den Amateur- und den Jugendbereich sowie den Futsal. Der Futsal ist offenbar der Hallenfußball. Ja, die können sich das jetzt quasi einfach aussuchen und das betrifft zum einen diejenigen, die sich als divers, ohne Angabe, offen und so einen Scheiß haben eintragen lassen in das Personenregister und zum anderen alle, die eine Geschlechtsumwandlung gemacht haben. Das war offenbar seit 2018 möglich, sich als divers, hier werden noch andere Sachen, verschieden und unbestimmt einzutragen ins Zivilstandsregister. Und jetzt war halt die Frage, wie ist mit denen zu verfahren, die sich so haben eintragen lassen. Das alles passiert natürlich ohne irgendeine psychologische Untersuchung vorher, ohne irgendeine medizinische Angleichung, also geschweige irgendeine medizinische Angleichung, sondern einfach nur Leute sagen, meine Geschlechteridentität stimmt nicht überein mit Mann oder Frau. Und die können es sich jetzt halt aussuchen. Also die können zum Beispiel auch sagen, wenn ich jetzt sage, ich bin eine Frau, und ich mache jetzt eine Geschlechtsumwandlung zum Mann, also auch die Geschlechtsumwandlungen sind ja von dieser Regelung betroffen, dann kann ich auch weiter bei den Frauen spielen, was noch eine weitere Dimension dem verleiht. Nicht nur können die tatsächlichen Männer jetzt zu den Frauen rüber, sondern die Frauen können auch anfangen, sich zu dopen mit Testosteron und weiter bei den Frauen spielen. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Und dann vollkommen legales Doping, ne? Im Endeffekt. Ja, klar. Haare kurz schneiden, Ausweis umtragen lassen beim Amt. Und schön Testo ballern und dann weiter bei den Frauen zocken. Großartig. Ja, so sieht's aus. Großartig, sehr bunt. Glaub dann halt. Das ist groß, also ich meine Frauen- und Männerfußball, ne? Das ist ja wirklich ein Unterschied. Ne? Also von der Schnelligkeit, von der technischen Versiertheit. Ich bin kein großer Fußballspezialist, aber ich habe bisher nur eine Meinung über Frauenfußball gehört und die ist, das ist Männerfußball in schlecht. Ja, ich habe vielleicht ein weiteres Indiz in diese Richtung und zwar, dass ich glaube, damals die amtierenden Weltmeisterinnen, können es aber nicht beschwören, auf jeden Fall, das waren sie immer, eine der absoluten Top-Nationalmannschaften der Frauen, denn der Sport ist da relativ weit verbreitet, die US-amerikanischen Frauen verloren haben gegen unter 15-Jährige. Und zwar 5-2.
Das wurden nicht im Fernsehen ausgestrahlt oder so, sondern die sind einfach dahin gegangen. Das war Vorbereitung für irgendein Spiel gegen Russland, das sie zu bestreiten hatten. Und die Universität oder der Highschool, ich glaube Highschool, wo das stattgefunden hat oder die daran teilgenommen hat an diesem Spiel, die hat das dann später auf ihrer Seite offenbar veröffentlicht, dass der Endstand 5-2 war für die unter 15-jährigen Jungen. Wow. Habe ich da ein Slide von? Ja, das müsste 1,6 sein, DFB 1,6. Habe ich jetzt nicht geschickt? Ich glaube, ich habe nur 1,5. Aber das können wir dementsprechend noch einfügen. Ich habe das hier noch. Zack. Kannst du das kurz ein? Ah ja, okay. Warte, ich blende es kurz ein. Das hast du mir vorhin noch vor Ende geschickt. Das habe ich vergessen. Entschuldigt, meine Lieben. Kommt sofort in die Folge hinein. Sekunde. Gleich haben wir es. Dim, dim, dim. Tim, Tim. Ich könnte vielleicht nochmal erzählen, die Australierinnen, die können da ein Lied von singen inzwischen. Die haben, glaube ich, mal 8-0 oder so gegen eine ähnliche Altersgruppe. Ich glaube, 13-Jährige waren das in deren Fall verloren. Also das sind die australischen Fußball-Nationalspielerinnen. Das setzt sich so in einer Tour durch. Ich glaube, mittlerweile machen die das nicht mehr so gerne, dass sie gegen jungen Mannschaften spielen. Was sich natürlich für sie anbietet, ne? Weil die haben natürlich immer Bock, ne? Die sind immer heiß darauf. Sie spielen da, wenn auch nur gegen die Frauennationalmannschaft, gegen eine Nationalmannschaft. Natürlich werden die dann auch das Spiel ihres Lebens machen, ist klar. Ich glaube, inzwischen will man diese kleinen Publicity-Fehler damit nicht mehr zulassen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn schon kleine Jungs eure Mannschaft abziehen, wie sieht's denn aus, wenn da jetzt ein gestandener Transmann aus der Kreisliga dann bei euch mitmischen darf oder gegen euch mitmischen darf? Führt es eigentlich nur ins Absurde. Ne? Also im Endeffekt es wird keinen Frauenfußball mehr geben. Wenn du das ins Extrem treibst und es dann irgendwann bemerkt wird, okay, ich kann jetzt einfach mich umtragen lassen und wesentlich erfolgreicher spielen, wahrscheinlich auch schlechter bezahlt. Das muss ich dem Frauenfußball lassen, sie verdienen weniger, ist auch weniger unterhaltsam, aber dafür dann mehr gewinnen, das radiert irgendwann den Frauenfußball aus. Dann hast du irgendwann Männerfußball und Frauenfußball und da spielen halt nur Transmänner. Ja, du hast Männerfußball und psychisch beeinträchtigte Männerfußball. Weil das demotiviert dich doch, oder? Das muss ich doch, also wir erinnern uns an Matt Walsh, toller Film, What is a Woman, bester Film der Welt, dass er da ja auch diese eine Sprinterin interviewt, die total enttäuscht ist, weil sie ihr Leben lang den Traum hatte, hier Leichtathletin zu werden, gut zu laufen, was zu gewinnen, und dann werden die ganze Zeit von den Transmännern abgezogen, die halt schneller laufen. Und das zwingt dich irgendwann aus dem Sport raus. Wenn die großen Vereine so richtig zynisch daran gehen würden, wahrscheinlich werden sie das nicht machen, weil das halt scheiße aussieht, das sähe aus, als wenn sie sich drüber lustig machen würden. Aber dann könnten sie es so machen, dass sie ihren Spielern sagen, tragt euch alle mal generell in das Personenstandsregister als divers ein, und die schlechtere Garde, so wie sie es momentan tun mit Bayern München 2, Borussia Dortmund 2, ne, in der Kreisliga, die lassen wir dann in der Frauenliga, in der ersten Frauenliga spielen. Absolut. Absolut. Und auch hier frage ich wieder, man dreht es argumentativ immer um von deren Seite aus. Ihr führt diese neue Idee ein. Bitte sagt mir, warum das den Fußball besser macht. Was macht den Fußball besser, wenn Männer jetzt bei den Frauen mitspielen dürfen? Was wird daran besser? Warum haben wir es einfach? Also das Niveau wird steigen. Das Niveau wird einfach von fünfte Liga auf dritte Liga steigen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber warum haben wir dann überhaupt diese Kategorien? Also der Sinn war Fairness. Und die ist damit nicht mehr gegeben. Die ist einfach nicht mehr da. Ja, unser Weltbild lässt halt jetzt keine Fairness mehr zu. Ne? Ich meine, eigentlich, am Ende davon müsste man eigentlich sagen, dass diese Kategorien weg müssen. Ich denke auch, es ist ein für diese Leute selber offener Angriff auf den Frauensport. Sie wollen nicht, dass es sich so überhaupt manifestiert, dass es unterschiedliche Geschlechter gibt. Denn ich denke, in ihrem Kopf gibt es die überhaupt nicht. Ist alles eine patriarchale Erfindung, sowohl Männer als auch Frauen. In Wirklichkeit sind wir alle dasselbe. Wir wurden nur als Kind indoktriniert in einen dieser Richtungen. Und das ist alles, was uns unterscheidet. Und davon sollte die Gesellschaft auch ausgehen und alles zu einem vermengen. Ne? Wie gesagt, nicht 1000 Geschlechter, 0 Geschlechter.
Und es ist natürlich westlich geprägt, ne? Also alles nur kolonial. Alle Länder, die das so haben, die nicht in der westlichen Welt sind, die dieses binäre System haben, die wurden alle nur von uns kolonialisiert und denen wurde das aufgezwungen. Ne? Damals, als man praktisch die Vereinigten Staaten, also dass man, als man die USA entdeckt hat, ne? Die Indianer, das war, die Hälfte war queer. Ne, das ist ja, vollkommen klar. Two-Spirit, drittes Geschlecht oder so. Ja, ja, klar. Ja, ja, ne, also das ist alles aufgezwungen worden. Auch Wiederholung, wie gesagt, haben wir schon mal gesagt, aber die Gegenseite macht es genauso. Die Two-Spirit-Geschichte, die haben die sich selber ausgedacht. In den, ich glaube, 80er oder 90er Jahren, die gehörte nie wirklich zu den Indianern. Genau, das waren das auch irgendwelche LGBT-Aktivisten. Es war notwendig. Genau, es war notwendig, damit sie dieses Narrativ geschlossen halten können mit der Erklärung der patriarchalen Kolonialisierung von allem. Ja, dann gibt es noch ein anderes Beispiel, das ist, glaube ich, irgendwas aus Indien, aus dem Hinduismus, das ist das andere Beispiel, was sie heranziehen, aber das ist im weitesten Sinne eigentlich ein spiritueller Geisteszustand. Der hat auch nichts mit der Definition eines anderen Geschlechts zu tun, mit dem man sich definiert. Also das sind die besten Dinge, die sie finden können und eins davon wurde von ihnen selbst erfunden. Also die beiden einzigen Sachen, die sie haben, die beiden einzigen Beispiele sind nichts. Und eine Ganzere stellt sich trotzdem dahin und erzählt uns, das hatten wir, glaube ich, vorletzte Folge dann, wenn wir die mitzählen, wo ich nicht dabei war, obwohl, ich meine, bei einer richtigen Folge bin ich halt dabei. Ne? Oh ja. Machen wir uns mal nichts vor. Aber, ohne Überraschungsgast, kein Überraschungsgast. Die Ganzere, oder der Ganzere, sorry, stellt sich trotzdem dahin, und erzählt uns davon, dass in jeder nicht vom Westen kolonialisierten Gesellschaft es das Konzept von Transsexualität gegeben hätte. Die Antwort ist in Wirklichkeit in keiner. Sogar in denen, in die sie es hineininterpretieren wollen oder einfach darüber lügen, gab es das nicht. Es ist etwas genuin Westliches, modern Westliches. Mhm. Wer das nachhören möchte, das war vor 2 Folgen mit dem Podcast Splitterfasernackt, wo Ganzerer zu Gast war. Und da sagt, das ist so alt wie die Menschheitsgeschichte selbst. Und das ist einfach eine Lüge. Das ist einfach eine Lüge. Ich glaube, er hat sogar ausgesprochen, in allen Zivilisationen, die nicht vom Westen kolonialisiert wurden, dieses Konzept. Zeig mir die alten Pergamentschriftrollen aus dem alten Ägypten mit der geschlechtsangleichenden Operation, die da durchgeführt wurde. Es wirkt auch alles so faul, ne? So, okay, hier haben wir jetzt den einen kleinen Haken, um die Leute reinzuziehen. Hier, Two-Spirit, haben wir uns ausgedacht. Die indische Geschichte gibt es, ist aber ganz anders, als wir sagen. Und damit mit so kleinen Körnchen, die man den Leuten hinlegt, will man sie dann in den absoluten Bullshit abdriften lassen. Und wenn man mediale und Bildungssystemsmacht hat, klappt es offenbar auch. Ja, leider Gottes. Bundesregierung ist begeistert. Ich wusste das gar nicht, aber offenbar hat man beim DFB inzwischen den guten Thomas Hitzelsberger, das ist der Typ, der irgendwann seine Schwulheit, seine Homosexualität geoutet hat, der früher auch eine Nationalmannschaft gekickt hat, zum Botschafter für Vielfalt ernannt. Und der hat sich dann natürlich auch darüber geäußert, also der hat im Endeffekt aus seiner Homosexualität nach der Karriere seine zweite Karriere gemacht, ne? Jetzt quasi dafür bekannt, dass er war der schwule Fußballer. Und der ist natürlich auch begeistert. Der sagt, der Fußball steht für Vielfalt und auch der DFB setzt sich dafür ein. Mit der Änderung des Spielrechts schaffen wir weitere wichtige Voraussetzungen, um auch Spieler SternchenInnen, also der gute Hitzelsberger gendert jetzt mit Sternchen, unterschiedlichster Geschlechteridentitäten das Spielen zu ermöglichen. Also sie sprechen auch schon von Geschlechteridentitäten. Darum geht es hier. Es geht nur darum, was die Eigenwahrnehmung von sich selbst im Kopf ist. Es geht um nichts Physisches. Sie wollen einfach nur den Leuten ermöglichen zu spielen, wie und wo sie wollen. Natürlich insbesondere den Männern, bei den Frauen. Und mit der Bundesregierung, da wollen sie hinaus wieder einmal auf den guten Sven Lehmann, dem ich mal eine Art Kompliment machen muss, denn da hat man den richtigen Typ hingesetzt. Ja, der brennt für die fucking Sache. Ja, ja, der ist auf Zack, der guckt sich immer an, oh, was passiert gerade? Schwules? Was passiert gerade? Nicht Schwules? Passiert gerade? Sagt gerade irgendwer einen Mucks in unsere Richtung, der mir nicht passt? In der Welt? Da muss ich... Da muss ich das große Gezeter beginnen über den. Also der ist mit Feuer bei der Sache. Er ist halt nur bei der Sache oder bei einer Sache, die überhaupt nicht so existieren sollte in der Regierung. Auf jeden Fall hat der gesagt, damit unterstreicht der DFB seine Bemühungen um Akzeptanz und Teilhabe von LSBTIQ im Fußball. Wir sehen jetzt immer mehr dieses mit dem S. Also sie wollen das jetzt eindeutschen und sie schaffeln immer mal wieder die Buchstaben so rum, was mich sehr, sehr nervt. Total. Mit der neuen Regelung kann der Fußball seine Vorbildfunktion unter Beweis stellen. Jeder Mensch sollte diskriminierungsfrei Fußball spielen können. Also der ist ganz, ganz begeistert. Und
So ist auch die entsprechende Lobbyorganisation, der Bundesverband Trans. Da musste ich auch wieder denken an den guten Paraderitter, der meinte, was soll denn eine Trans-Lobby überhaupt sein? Während wir einen Regierungsbeauftragten für diese Angelegenheiten haben und wir haben einen Bundesverband Trans. Und die haben gesagt, das ist eine Entscheidung, die in die richtige Richtung geht. Also natürlich immer noch nicht genug. Ne? Sie wollen das in der ersten Frauen-Bundesliga haben. An Leute mit deren Personenstand divers oder ohne Angabe zu denken, hat noch keiner gemacht. Sie denken weit genug, das ist eine informierte Sache. Also lauert man offenbar darauf, dass am Ende das auch in den Profibereich rüberziehen. Vor allem, sie denken weit genug. Also sie denken jetzt leider nicht ins Extrem, um diese Idee wirklich darauf zu prüfen, dass sie vielleicht den Frauenfußball irgendwann ausradiert. Sie denken genau gleich, sie denken genau richtig weit. Ja, man will fast noch so ein für gerade hinzufügen. Ne? Ja, genau. Also weil alles, was darüber hinausgeht, was ich auch immer argumentativ mache, um diese Ideen auf ihren Gehalt zu prüfen, ob die überhaupt anwendbar sind oder ob die irgendwas Gutes für den Sport machen, es ins Extrem zu treiben und dann zu sagen, ja, was passiert? Männer spielen in der Regel besser Fußball als Frauen aus diversen Gründen. Wie gesagt, wir hatten diese Fußballmannschaft der 15-Jährigen, die da die Profimannschaft abziehen kann. Wie wird sich das entwickeln, wenn es so bleibt? Das ist doch vollkommen logisch, dass es sich in eine Richtung entwickelt, wo Frauenfußball praktisch weg ist. Und das wäre dann auch, wenn ich ihn nicht schaue, schon irgendwie traurig. Gerade für die Frauen. Und die Frauen müssen begreifen, dass diese Ideologie inhärent frauenfeindlich ist. Ihr spielt keine Rolle mehr. Euch gibt es eigentlich gar nicht mehr. Es sei denn, wenn es um Abtreibung geht, dann schon. Aber sonst nicht. Ja, genau. Dann machen wir kurz Pause. Ne? Dann sagen wir, Frauenrechte und so weiter, weil wir wissen halt, dass der Beschützerinstinkt im Menschen natürlicherweise für Frauen wesentlich höher ist als für undefinierbare Blobs à la Hengame. Und deswegen machen wir dann wieder den Aufhänger oder die Frauen zum Aufhänger der gesamten Geschichte und die Frauenrechte, die mit Füßen getreten werden und so weiter. Dann brauchen wir euch noch mal kurz für die Publicity. Aber ja, an sich sollen sie weg. In ihrer Welt gibt es keine Frauen. In ihrer Welt gibt es weder Männer noch Frauen. Sie wollten nur die Männer zuerst loswerden, weil die Männer sie mehr nerven und die Frauen sich mehr instrumentalisieren lassen. Sowohl ihre Anliegen, um damit in der Gesellschaft zu emotionalisieren und wie gesagt den Beschützerinstinkt auszunutzen, als auch die Frauen selber, wenn man sich einfach mal ihr Wahlverhalten anguckt. Sie sind einfach empfänglicher für die sozialen und moralischen Impulse, mit denen diese Leute arbeiten. Insofern durften Frauen noch etwas länger existieren, aber ihre Frist läuft langsam ab. Definitiv. So. Ja. Man hat jetzt auch Vertrauenspersonen eingerichtet, die dann quasi zugehen sollen auf die Männer, so nach dem Motto, ey, bist du nicht, du hast dich doch divers hier eintragen lassen, hast du nicht Bock, ein paar Weiber lang zu machen? damit soll der Zugang zu dem Thema niedrigschwellig gehalten werden, wie sie es selber formulieren. Aber damit sagen sie ja schon durch die Blume, ja, die wollen Werbung dafür machen. Die wollen, dass das in großen Zahlen tatsächlich passiert. Die wollen nicht nur die Option schaffen, die wollen, dass das eine Realität wird im Frauenfußball. Sie schreiben dann noch hier in der Jungen Freiheit weiter. Bislang war das in den Spielerpässen eingetragene Geschlecht männlich oder weiblich maßgeblich für die Erteilung des Spielrechts. Dies ändert sich nun. DFB-Vizepräsidentin Sabine Mamitsch sagt, damit habe man eine Rechtsunsicherheit beseitigt. Die Landes- und Regionalverbände, aber auch Zuständige an der Basis signalisierten seit langem, dass Unsicherheiten herrschten, wie es in der Praxis mit trans-, inter- und nicht-binären SpielerInnen umgegangen werden soll. Also bei Inter haben wir dann die eine Sache, mit der sie sich wirklich auf irgendwas Biologisches stützen. Natürlich wird das in der Realität kaum der Fall sein. Es wird ja nicht nachgeguckt, es wird ja nichts geprüft, wenn jemand sagt, ich bin Inter. Aber auf dem Papier soll das bedeuten, die Leute, die dieses unter Millionen Leuten dreimal vorkommende Syndrom da haben, ne? Ja. Also die tatsächlich biologische Geschichte. Ja gut, trans heißt natürlich einfach, du sagst, du bist das andere Geschlecht, und nicht binär heißt einfach, du sagst, du bist irgendwas anderes als dein wirkliches Geschlecht, und dann hättest du dich natürlich einfach als offen oder so eintragen lassen in die Personenstandsdokumente, und dann könntest du es dir jetzt halt frei aussuchen, wo du spielen willst. Absolut. Ja, das Ganze breitet sich aus wie ein Lauffeuer.
Das Olympische Komitee hat gerade quasi ausgegeben, dass sich alle mal Gedanken drüber machen sollen. Also alle sollen das selber entscheiden, alle einzelnen Sportverbände, wie damit umzugehen ist. Und ja, das soll jetzt quasi mal langsam Formen annehmen. Und die FIFA hat daraufhin angekündigt, dass sie genau das jetzt überprüfen werden, wie mit den Athleten zu verfahren sei, die nicht binär sind, transsexuell, inter, bla bla bla. Also die selber sagen, sie weichen von der geschlechtlichen Norm ab. Es gibt ein paar Lichtblicke daneben auch, denn FINA, der internationale Schwimmverband, hat unter anderem Lia Thomas jetzt verboten, teilzunehmen an den Rennen für Frauen. Das wurde offenbar wesentlich strenger gemacht. Und die Rugby-Liga, die internationale, hat ebenfalls ihre Regeln strenger gemacht. Hier steht leider nicht, in welcher Art und Weise. Aber bei den Schwimmern hat es offenbar dafür gereicht, dass Lia Thomas, ich glaube, sogar ihre Titel, also ihre, seine Titel aberkannt bekommen hat. Ne? Vor allem Rugby, Alter. Ist das nicht zumindest ein Sport mit Halbkontakt oder Vollkontakt? Ja, ja, da rennst du voll keine in den anderen rein. Die Frau fliegt weg. Die fliegt weg, die bricht sich das Genick. Wenn ein gestandener Transmann mit Perücke so eine Frau wegtackelt, Alter. Ich glaube, es ist gut. Es ist gut, dass sie das geändert haben. Ja, am Ende wird dann noch auf einen weiteren Lichtblick verwiesen, wenn auch auf einen sehr kleinen. Und ich werde gleich auf den Grund dafür kommen. Und zwar die Union Cyclists, also die Union der Radfahrer, die haben gerade den Testosteronspiegel für Transgender-Personen gesenkt. Ich habe mich da mal näher informiert. Sie haben ihn offenbar sogar halbiert. Und zwar von ehemals 5 Nanomol auf 2,5 Nanomol. Wenn wir uns allerdings angucken, was bei einer normalen Frau oder was bei Frauen der Normalwert für Testo ist, dann sehen wir, der liegt zwischen 0,15 und 0,6 Nanomol. Wenn wir nun einfach mal vom oberen Rand davon ausgehen, um es uns einfacher zu machen, einfach mal 0,5 statt 0,6. Dann können wir also sagen, das ist das Fünffache des oberen Randes des Testospiegels von wirklichen Frauen. Das Fünffache. Und das nach der Halbierung. Das ist heftig. Also es gibt dir im Endeffekt die Möglichkeit, als Frau bei, als Transfrau, die sich dann Hormone reinballert, trotzdem bei den Frauen mitzufahren, also sich legal zu dopen auf ein fünffaches Testosteron-Level. Um dann bessere Chancen zu haben. Das wäre theoretisch möglich. Also meinst du gerade quasi, wenn du eine Frau bist und du willst dich zum Mann umbauen? Genau, aber ich will trotzdem bei den Frauen mitfahren. Wahrscheinlich ginge das auch. Ich denke aber, der Normfall, für den diese Regel gelten soll, ist der Mann, der bei den Frauen mitspielen will oder mitfahren will in dem Fall. Und wie niedrig muss er seinen Testospiegel dafür drücken? Und dann wäre die Antwort 2,5 Nanomol. Und ich glaube auch, also wir lassen uns hier, glaube ich, an dieser Stelle auch freiwillig auf diese Derailing-Taktik ein, dass man jetzt über diese, ne, es ist ja immer die Taktik, schaut mal, es ist doch komplizierter, als du denkst, schau dir doch mal die Testosteronwerte, bla bla bla, als würde das den Mann mehr zur Frau machen oder andersherum. Ne, also ja, der Testosteronspiegel ändert immer noch nicht die Länge deiner Beine, die Größe deiner Muskeln, deine Stärke. Ich glaube, du bist als Mann trotzdem immer noch wesentlich stärker. Ja. Und, Knochendichte, Knochenstruktur, Muskelaufbau, also ne, insbesondere natürlich, aber selbst wenn du keine männliche Pubertät durchlaufen hast, hast du komplett andere Anlagen als Mann. Mhm. Und die gehen dir auch nicht aus, wenn du deinen Testosteronspiegel künstlich senkst unter irgendeinen bestimmten Wert. Ja. Und die Frage bleibt dann ja auch bei diesem Wert. Warum, also wenn das alles so toll möglich ist, sie tun ja die ganze Zeit so, als ob durch ihre künstlichen Eingriffe man ohne gesundheitliche Schäden hervorzurufen und effektiv Männer quasi angleichen könnte an Frauen. Wenn das so möglich ist, warum muss der immer noch 5-mal höher sein? Warum könnt ihr den Testosteronwert nicht einfach künstlich senken, sodass er, sagen wir, im Mittelwert der Frauen liegt? Sagen wir mal bei 0,3 Nanomol statt 2,5. Mhm. Wieso brauchen wir 2,5? Offenbar ist das ja nicht so einfach möglich. Ich habe neulich auch gehört, dass generell dieses Herumspielen mit den Hormonen, was sie da tun, mal von allen psychologischen Belastungen rein körperlich das Krebsrisiko enorm in die Höhe schießen lässt. Dass das nicht einfach so am Körper vorbeigeht. Ja, also um hier nochmal Matt Walsh Credit zu geben. Ich erinnere mich da an das Interview mit diesem Transmann, was er führt, der sich dagegen stark macht, dass man Kindern diese Hormone verabreicht.
Der redet davon, dass bei gewissen Hormonen, ich weiß nicht, über welches er hier redet, das Krebsrisiko 10-fach höher ist, wenn man dieses Hormon regelmäßig einwirft. Und ich meine, wenn wir mal den gesunden Menschenverstand nutzen, es macht Sinn. Es macht Sinn, dass man nicht einfach so mit dem menschlichen Körper rumspielen kann, während der Pubertät auch noch, als wäre es ein Chemiebaukasten. Das macht Sinn, dass das nicht gut ist, wenn man das tut. Completely reversible. Completely reversible. Nein, sind sie nicht. Diese Effekte, ich meine, bleiben. Wie oft haben wir geredet über den Missbrauch von genau solchen Stoffen bei Bodybuildern und irgendwelchen Sportlern vorher schon, die das benutzt haben, einfach straight aus Dopinggründen. Aber jetzt soll das alles vollkommen ungefährlich sein? Ja, ist klar. Ja, natürlich auch. Wenn wir das mit Kindern machen? Testo steigert auch das Aggressionspotenzial, wenn du dir das halt ballerst. Ne? Also die Leute, ich erinnere mich da immer an die South Park-Folge, wo Timmy anfängt zu pumpen und sich dann heimlich Testo drückt, um da bei den Paralympics irgendwie besser dazustehen. Und er dann auch komplett ausrastet und Stimmungsschwankungen bekommt und so. Das ist real. Es gibt diese Stimmungsschwankungen, dieses Aggressionspotenzial steigt, wenn man sich halt Testo ballert. Das sind halt die Nebenwirkungen. Jimmy, ich meine, es ist ja Timmy. Etwas wie, man kennt es ja ein bisschen aus der eigenen Pubertät, ne? Ich meine, da hatte man ja auch Phasen mit Stimmungsschwankungen und so weiter. Und ja, wenn du einfach etwas in den Typen hineinpumpst oder in die Frau hineinpumpst und einfach mal guckst, was passiert, klar, dann fickst du mit allem Möglichen. Du fickst mit dem Krebsrisiko, du fickst mit der emotionalen Stabilität und. Und das wird auch einer der Gründe sein, aus denen das Suizidrisiko nach der Transition, 10 Jahre nach der Transition, laut der Studie aus Schweden, aus dem sehr, sehr guten Film What is a Woman von Matt Walsh, am höchsten ist. Ja, ich sehe jetzt hier Kritik im Chat. Nein, es gibt Roid Rage nur extrem selten. Zeig mal. Studie? Also ich will es wirklich wissen. Vielleicht habe ich auch Blödsinn erzählt und Steroide machen dich in Wirklichkeit friedlicher und umgänglicher. Auf jeden Fall kannst du nicht einfach so um den menschlichen Körper ficken. Es ist halt, wie gesagt, vor 20 Jahren hättest du einfach irgendeinen Typen auf der Straße fragen können. So, ey, wenn wir jetzt irgendwie kleinen Mädchen Testo ballern, einfach so volle Kanne, so während der eigentlichen Pubertät, um das Ganze halt zu reversen, denkst du, das wird irgendwelche Nebenwirkungen haben? Ja, natürlich wird das irgendwelche Nebenwirkungen haben. Wir pumpen Kinder mit fucking Testosteron voll oder mit Östrogen. Also was denkst du denn? Natürlich. Tja, so ist es. Hier haben wir einen Mann und eine Frau. Ja, ich glaube, das war eigentlich nur gedacht für genau die Diskussion, die wir gerade schon geführt haben. Genau. Also, dass Grundanlagen mitgegeben werden von deinem Geschlecht, die du mit Hormonen nicht beheben kannst. Also, was willst du machen? Willst du das Bein nochmal aufschneiden und 10 cm kürzer machen oder wie? Willst du die Knochen umbauen zu einer anderen Knochendichte, zu einer anderen Knochengröße und so weiter und so fort? Ja, es sind Grundanlagen, die werden immer da sein, egal wie niedrig dein Testosteron ist, dass aus irgendeinem Grund immer noch 5-mal so hoch sein können muss, auch nach dem ganzen Spaß, den sie sich da mit Transition machen, wie bei einer wirklichen Frau. Ja, ein Hoch auf den Sport, Schlomo. Ein Hoch auf den Sport. Ja, der Fußball ist gerade etwas interessanter geworden. Also ich denke, die Einschaltquote, die werden sie damit, glaube ich, eher erhöhen. Denn wenn das so richtig losgeht, wenn wir jetzt unsere Lia Thomas haben, unseren Messi in Möchtegern weiblich, der die Bundesliga aufmischt, dann würde ja vielleicht auch ein Clowny mal reinschalten. Auf jeden Fall. Also es kommt auch darauf an, wie gerissen die Leute dann damit umgehen. Ne? Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie Fußballmanager bin und ich habe eine erste Ligamannschaft, und unser Verein hat halt noch eine Frauenmannschaft, die in der Bundesliga, vielleicht in der zweiten Bundesliga der Frauen spielt. Und dann sage ich, okay, du bist jetzt hier aus meiner zweiten Mannschaft der ersten Liga. Du gehst jetzt mal bitte zum Amt. Ich gebe dir nochmal 10.000 Euro pro Monat mehr, dass du dich jetzt als Frau umtragen lässt. Und dann bist du jetzt bitte der Libero von der zweiten Bundesliga Frauenmannschaft von unserem Verein. Und dann räumst du da mal ordentlich auf. Das reicht ja, wenn man dem die Bälle zuspielt und er dann im Alleingang den Ronaldo macht. Ich hatte auch drüber nachgedacht, und zwar nicht erst jetzt, sondern schon vor ein paar Monaten, als sie in Holland entschieden haben, dass dort in den unteren Ligen die Frauen sich aussuchen können, in welcher Mannschaft sie spielen sollen. Also da geht es gar nicht um die diversen, nicht-binären oder irgendeinen Schwachsinn, sondern die tatsächlichen Frauen, die sollen sich aussuchen können, ob sie lieber bei den Männern spielen wollen. Und da habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht, was für einen Sinn es denn hätte, für einen Trainer zum Beispiel, den umgekehrten Fall zuzulassen, also eine Frau reinzunehmen in dein Männerteam, jetzt vielleicht hier bei uns auch unter Zuhilfenahme dieser neuen Richtlinie. Und da kam mir halt in den Kopf, dass du neben der Rassismuskarte, die wahrscheinlich jetzt schon fast
ein Gedanke im Kopf von so einem Trainer sein muss. Ne? Ich meine, wir hatten in der Champions League Spiele, die wurden gestoppt und neu begonnen beim Stand von, ich glaube, 2-0, als einfach eine Mannschaft sagte, hier ist ein Rassismus. Das war Basaksehir Istanbul, oder wie es hieß, gegen PSG. Da sagte ja der Typ, also er meint ja Il Negro, ne, der Schwarze, der soll eine gelbe Karte kriegen und dann sind alle ausgerastet beim Stand von 2-0, was im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass das Spiel nochmal begonnen wurde, beim Stand von 0-0. Und zwar zugunsten der Mannschaft, die für diesen Abbruch gesorgt hatte. Ne? So könnte man ja auch Frauen benutzen. Und zwar, glaube ich, noch effektiver fast auf jeden Fall in den Augen der Zuschauer. Wenn die Frau sagt, wenn die Frau dem Schiedsrichter sagt, der hat mir gerade zwischen die Beine gefasst, der hat mir gerade begrapscht oder irgendwas, dann ist doch Holland in Not. Wenn die damit an die Presse geht, oh, da wurde nichts gemacht, dann ist dieser Schiedsrichter für immer gecancelt. Das heißt, die kann im Endeffekt ein Spiel, das droht, sportlich zu entgleisen, anders dann zum Entgleisen bringen und so dann für das Ergebnis sorgen, das man haben. Ja, und ich meine, man hat ja genommen, was man kriegt. Ne, mit Negro, was einfach nur heißt, der Schwarze dort, ne, hat er ja im Endeffekt gesagt, das ist die Sprache. Das ist einfach die verdammte Sprache von dem. Wenn er sagen möchte, der Schwarze dort, dann sagt er, der Negro. Ne? Das war quasi in Rumänisch. Ne? Das war ja Il Negro, heißt das da mit dem U. Wir hatten sogar für die Honigwabe dann auf Fiverr eine Rumänin gefragt, was das heißt. Und die hatte dann uns gesagt, dass das einfach nur schwarz heißt. Also wie wir sagen würden der Schwarze. Mhm. Und dass sie aber sehr wohl einen Begriff hätten, der dann abwertend wäre. Und das würde übersetzt Krähe bedeuten. Das rumänische Wort für Krähe. Das wäre dann so wie das, Wort, das wir hier nicht aussprechen können. Und wir haben natürlich Aogo und VfL Osnabrück damals gegen, ich glaube, Duisburg. Klar. Die Affenlaute, die keiner gehört hat. In dem Stadion gehört hat, außer der Schiedsrichter, der Angst um seinen Job hatte und der andere Spieler, der noch in der Gegend war, der wahrscheinlich auch Angst um seinen Job hatte. Aber in diesem 50.000-Leute-Stadion, das rappelvoll war, hat kein anderer von den Tribünen diese Sachen gehört, geschweige denn aufgezeichnet. Im heutigen Handy-Zeitalter, wo da unten alles am Eskalieren ist, alle Spieler kommen zusammen in einer Art Rudelbildung, wenn auch keine aggressive, nur was zum Fick ist hier los, Rudelbildung, da würde doch jemand sein Handy zücken und es gäbe ein Video von diesen Affenlauten. Es gab nichts. Und am Ende hat ja sogar die polizeiliche Untersuchung doch mal die was war das? Welche Mannschaft war nochmal beschuldigt? Osnabrück war ja die Mannschaft von Opoku. Duisburg, glaube ich. Duisburg, genau. Die wurden ja sogar rehabilitiert von den von der Polizei am Ende. Also die hatten ja sogar eine große Untersuchung für mehrere Monate darüber gemacht. Und sie kamen zu dem Schluss, dass eine Person gerufen hatte, du Affe, kannst doch eh keine Ecken schießen. Genau. Während gerade Florian Kleinhansel im Begriff war, eine Ecke auszuführen. Florian Kleinhansel ist weiß. Der andere Typ, der war in der Position, wo die Ecke auf ihn kurz ausgeführt werden würde. Es machte also überhaupt keinen Sinn, dass er damit gemeint wäre. Und zu diesem Schluss kam auch die Polizei und hat dann die Klage fallen gelassen. Auch lustig, ne, dass du den Weißen offenbar so nennen darfst. Mhm. Aber ja, sie hat dann die Klage fallen gelassen und sie kam ebenfalls zu dem Schluss, dass es diese Affenlaute in dem Stadion nicht gab. Ne? Es ist eine Psychose, die wir inzwischen in uns reingequatscht haben lassen. Andersrum gesehen ist es ja auch ist es schon sehr rassistisch, dass man den Weißen als Affen bezeichnen darf, aber offensichtlich scheint den Weißen dann doch von dem Schwarzen etwas zu unterscheiden, weil es beim Schwarzen dann eine Beleidigung sein soll. Also da muss man ja schon selbst das immer auf die, also rassenagitatorisch immer darauf beziehen wollen, dass das eine abwertende Bezeichnung ist. Das ist halt Fußball. Die Leute fressen ihre Stadionwurst, saufen sich ein paar Bierchen rein und dann sagen die, ja, Affe, kannst du hier keine Ecke schießen hier. Ja, komm, jetzt mach doch mal hier. Das ist ja ganz normal. Das ist halt Stadion. So viel also dazu, meine lieben Freunde. Fußball wird auf jeden Fall um einiges aufregender. Und auch wenn es mich nicht interessiert, wie du schon gesagt hast, ich glaube, da schalte ich mal rein. Wenn ich weiß, dass Frauenfußball läuft und da spielt ein Transmann, ich schaue mir gerne rein, wie er die Leute dort abzieht. Ich denke auch, dass es selbst im Rahmen, sagen wir, das wäre jetzt relevant, dass die Einschaltquote sich von Leuten wie uns dann groß erhöht. Das ist Akzelerationismus. Ne? Ich meine, die Leute kriegen jetzt vor Augen geführt, was diese Philosophie wirklich heißt. Und das ist das Wichtige. Das Wichtige ist, dass die Leute den Fernseher einschalten und sie sehen einen 1,90 Mann, eine 1,55 Frau, volle Kanne abräumen vor der Strafraumgrenze und sie denken sich, was zum Fick ist hier eigentlich los? Das brauchen wir. Ja, was zum Fick ist hier eigentlich los? Das frage ich mich relativ oft, Schlomo.